willkommen zurück heute zu unserem Budget Closeout. Ich darf heute das My Budget zumachen. Wir werden am Montag das neue Gehalt bekommen. Am Montag wird der neue Budget-Monat starten. Und ja, es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, oder? Erwarten jetzt ein paar sehr, sehr schöne, für mich sehr befriedigende Videos auf mich. Noch dazu tobt gerade draußen so ein ganz tolles, intensives Frühlings-Sommer-Gewitter. Also wenn ihr es grollen und donnern hört, dann ist das der Grund. Und es gibt eigentlich nichts, was ich lieber mag. Drinnen sitzen, Wochenende frei haben und vom gemütlichen Platz aus so einem Gewittersturm zu gucken. Also das ist doch echt das Allerallerschönste. So, dann starten wir auch gleich mal. Wie ihr seht, bin ich mal wieder umgezogen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich brauche das einfach. Ne? Ich brauche stetige Veränderung. Ich habe jetzt meinen Planer mal wieder hier rein. Da muss ich natürlich dementsprechend abspecken in den einzelnen Kategorien, damit er hier auch reinpasst. Aber das ist eigentlich kein Problem. Die überschüssigen Sachen, also zusätzlich Kalenderwochen und so weiter, die habe ich dann derweil einfach in meiner Schreibtischschublade, bis ich dann mal wieder umziehe. Und meine Sinking Funds habe ich dafür jetzt in den wunderhübschen rosafarbenen Planer reingepackt. Zeige ich euch auch gerade mal. Das sieht auch total schön aus. Ich finde gerade wegen diesem Band, das schmeichelt dem Planer total, dass der so voll ist. Also damit bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. So, dann habe ich auch das Budget wieder an den Anfang gepackt. Das heißt, hier geht es auch direkt gleich los. Diese Seite habe ich zu so einer Art To-Do-Seite gemacht. Das ist ja diese laminierte Oberfläche. Da kann ich dann diese Klebezettelchen drauf machen, wenn ich an irgendwas denken muss. Und hier habe ich gleich einen von denen. Und zwar darf ich in mein aktuelles Budget noch 25 Euro reinpacken bei variablen Einnahmen. Und zwar habe ich da was verkauft bei eBay Kleinanzeigen. Immer gut. Das heißt, das nehmen wir jetzt gleich mit und gehen auf diese Seite, wo mein Budget ist und dieser Überblick, den ich habe über den Monat. Das sind diese Fixkosten hier, sind hier nochmal auf den Monat verteilt. Da hat sich noch was ergeben und zwar, wie ihr hier unten vielleicht sehen könnt, ich zoome da dann mal rein hier, da ist Audible und die Geschichte ist die, dass wir 2 Audible-Accounts hatten, warum auch immer. Eine Zeit lang haben wir das tatsächlich beide so viel genutzt, dass sich das gelohnt hat. Ich habe dann einen Audible-Account gekündigt und den anderen auf eine 3-monatige Pause gesetzt und war mir bis zuletzt nicht ganz sicher, welcher Audible-Account jetzt auf Pause ist und welcher weggefallen ist, weil ja, ich hatte damals noch nicht diesen Überblick. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass der Audible-Account, der jetzt wieder aktiviert wurde, erst am 29. abgebucht wird und somit in dieses Budget gar nicht mehr reinfällt. Naja, ist ja immer eine gute Neuigkeit, ne? Wenn man was nicht zahlen muss. Das heißt, das ist der Grund dafür, dass hier bei Audible 0 steht. Und dann haben wir hier viel 0. Und daran könnte ich mich echt gewöhnen. Wir haben bei Kindergarten 0, das habe ich euch ja erzählt, das dürfte bei euch, wenn ihr Mama seid, das Gleiche sein, dass die Bundesregierung oder der Freistaat oder wer auch immer die Kindergartengebühren übernimmt wegen der ganzen Krisensituation. Und zwar, ich glaube, für März, April und einschließlich Mai oder vielleicht sogar einschließlich Juni und dafür erst ab April. Muss ich mich nochmal schlau machen, aber ich weiß auf jeden Fall, für den Budget Monat Mai haben wir keinen Kindergarten gezahlt, sowie auch keinen Hort. Das hat sich Entschuldigung, es hat sich erst kurzem ergeben, dass auch die Hortkosten übernommen werden. Kilian geht ja 2-mal in der Woche in den Hort. Jeweils nur kurz, also jeweils nur bis 1 Uhr, aber sonst hat er ja um 11 Uhr schon aus und da lässt sich nicht sonderlich viel erledigen von 8.30 Uhr bis 11 Uhr. Ansonsten sind hier alle Zahlen so, wie sie immer sind. Ich habe ja hier auch keine zweite Spalte, um das zu verändern, weil eigentlich passt es immer so und wenn nicht, dann habe ich ja die Friction Pens und kann ausradieren und hier konnte ich halt dementsprechend wegradieren. Gut, aber bevor wir hier mit den Fixkosten einsteigen, möchte ich natürlich hier oben erstmal anfangen. Der Kontostand vom Monatsstart hat sich natürlich nicht verändert, der blieb der gleiche. Die zusätzlichen Einnahmen aber haben sich verändert. Da darf ich in die zweite Spalte 25 Euro eintragen. Hier habe ich jeweils das Gleiche. Da mache ich jetzt einfach, was mache ich denn da? Ja, ich mache jetzt mal so einen Strich. Ich weiß ja, was gemeint ist.
Und dann darf ich praktisch dieses Geld hier nehmen und da nochmal 25 € draufpacken. Und das schaffen wir doch jetzt auch mal ohne. Also ich schaffe das jetzt auch mal ohne Rechner. Das sind dann 4.609. Ich muss hier mein ganzes Format nochmal überdenken, weil ich wollte unbedingt, dass man diese, wie heißen die? Ihr wisst, wie die heißen. Flex? Keine Ahnung. Sagt es mir in den Kommentaren. Ich bin noch nicht so gut mit dieser Sprache. Ich wollte, dass man die sehen kann. Mich hat das total genervt, dass diese Seite die überdeckt hat und deswegen habe ich das zugeschnitten. Aber ja, muss ich natürlich dann nochmal neu machen, weil so macht das nicht so viel Sinn. Aber wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich das gerne wieder neu mache und dass mir das mega viel Spaß macht. So, so viel, ne? Das bleibt unter uns. Also 4609. Dann die Schulden, blieb alles dasselbe. 1580 kostet der Hauskredit, der Privatkredit so viel. Den zweiten Privatkredit zahlen wir noch nicht ab. Das wird erst noch passieren. Und wir haben tatsächlich 417 € für den Studienkredit zur Seite gepackt, wenn ihr euch erinnert. Ich habe im Oktober und im April jeweils die Option, den komplett zurückzuzahlen und habe mir jetzt fest vorgenommen, das diesen Oktober endlich zu schaffen. Und muss deswegen jeden Monat eine knackige Summe, ich glaube 340 €, ja, 340 € zusätzlich zu der Mindestrate zur Seite packen, damit wir diesen Gesamtbetrag im Oktober dann stemmen können. Aber diesen Monat zumindest haben wir das gemacht. Das heißt, auch hier bleibt es bei diesen Kosten. Bei den Sinking Funds ist es auch das Gleiche, da bleibt auch alles. Das heißt, hier können wir auch einfach einen Strich machen. Und da unten kann ich dann, mache ich auch einfach den Strich. Ich meine, wir wissen ja Bescheid. Jetzt kann ich mal eben die Fixkosten ausrechnen, weil die sich ja durchaus verändert haben. So. Das mache ich jetzt mal rasch schnell, damit ihr nicht so lange zugucken müsst. Sind 157 €. So, und jetzt kommt natürlich der spannende Teil, auf den ich und ihr wahrscheinlich gewartet haben. Und zwar die variablen Ausgaben, ne? Das ist der Teil, wo man selbst es in der Hand hat, ne? Alles andere ist ja so ein bisschen vorgegeben, finde ich. Gut, bis auf die Sinking Funds, ne? Die steuert man ja auch sehr viel selbst. Aber hier, ich finde das hier, das kann halt dein Budget zerstören oder du kannst es halt wirklich gut hinkriegen. Und das ist ja eben das, was ich jeden Monat so ausführlich tracke, damit mir da nichts durch die Finger schlüpft und wo ich halt eben versuche, mich möglichst zu kontrollieren und meine Ausgaben, meinen Konsum einzuschränken auf die Dinge, die ich wirklich brauche, die ich wirklich liebe und nichts Unnötiges. Und da ist ja gerade diese ungeplant Kategorie eine ganz, ganz böse Kategorie, die so richtig schön offenlegt, was man sich da so gegönnt hat. Und was es vielleicht gar nicht gebraucht hätte. So, jetzt zoome ich euch da mal rein, damit ihr das richtig schön sehen könnt. So, rutschen wir ein bisschen weiter nach oben, so ist gut. Hier habe ich nur mit dem Whiteout so Flecken verdeckt. Also irgendwie bin ich da vielleicht mal mit frisch gecremten Fingern oder so rangegangen und hier sieht man es noch ein bisschen, waren hier so Flecken und die habe ich versucht, möglichst zu verdecken. So, jetzt ist es an der Zeit, dass ich meine Karteikärtchen hole. Und da gehen wir mal von der langweiligsten Kategorie bis zuletzt zur spannendsten Kategorie, um euch da bei der Stange zu halten. Und da starten wir doch jetzt mal mit dem Tierbedarf. Nein, wir starten mit Freizeit. Tada, so sieht's aus. Das ist meine Freizeitkategorie. Das ist der gleiche Stand, den wir hatten. Beim letzten Check-in, das heißt, da ist nichts mehr dazugekommen. Es blieb bei den zwei Filmen und der Serie, der Patrick, die Patrick spontan gekauft hat. Ich nenne es jetzt spontan, man könnte auch sagen unabgesprochen. Aber ich will mal versuchen, positiv zu bleiben. Das heißt, 29 ist nicht nur dazwischen, sondern wirklich auch der Endstand. Und das heißt, yay, ich kann einen ganzen Euro eintragen, der hier übrig geblieben ist. Das heißt, wir haben hier die Kategorie Freizeit, 30 € in der Budgeted-Spalte, 29 € in der tatsächlichen Ausgabenspalte. Das heißt,
Wir sind einen Euro minus, was bei so einem Budget natürlich was Gutes ist. Ne? Wir haben einen Euro weniger ausgegeben, als wir ursprünglich gedacht hätten. So viel dazu. So, die nächste Kategorie, würde ich sagen, ist mal der Tierbedarf. Hier ist es so, dass das Restgeld, was hier noch zur Verfügung gewesen wäre, um die 80 Euro voll zu machen, in Kinderkram reingeflossen ist. Weil bei Kinderkram hatte ich Ausgaben, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Wir haben ja in den letzten Wochen des Homeschoolings dazu wiederen Methoden gegriffen und haben dann pro geschriebener Seite oder zwei geschriebene Seiten 1 Euro ihm in Aussicht gestellt als Belohnungsgeld, um ihn da so ein bisschen zu motivieren, diesen Stoff da irgendwie erledigt zu kriegen. Und noch dazu mussten nochmal 5 Euro in die Klassenkasse eingezahlt werden. Das seht ihr gleich auch auf dem anderen Karteikärtchen. Deswegen brauchten wir einfach das Geld in Kinderkram. Das heißt, bei Tierbedarf trage ich die vollen 80 Euro ein. Das heißt, wir kommen hier praktisch bei 0 raus. Dann gehen wir doch auch gleich weiter zu Kinderkram. Das ist dieses hier. Da seht ihr Klassenkasse 5 Euro. Belohnungsgeld haben wir hier einmal 2 Euro, hier einmal 1 Euro. Und dann hatten wir nochmal Taschengeld, einen Zwischenstand und hier nochmal Eiscreme. Das heißt, wenn wir das jetzt hier mal zusammenrechnen, kommen wir auf 37,48 Euro von 39 Euro, die wir insgesamt hatten, also mit diesem Tierbedarfgeld. Das heißt wiederum 1,52 Euro sind wir hier unterm Budget rausgekommen. Das heißt, bei Kinderkram minus 1,52 Euro und hier trage ich praktisch dann 30 minus 1,52 Euro ein, weil ich auch hier ja bei den 80 geblieben bin. Also ihr versteht, ne? Ich habe hier jeweils den reellen Wert übertragen, der ausgegeben wurde. Und 30 minus 1,52 es kommt langsam in den Bereich 28,48, oder? 28,48, ja. Das stimmt doch, oder? Oh nein, ich muss es noch mehr gegenchecken. Das ist peinlich. Also, 30 minus 1,52 ist 28,48. Yay! Das hilft mir jetzt auch nicht, weil ich musste es gegenchecken. Okay, also soweit so gut. Jetzt kommen wir zum Taschengeld. Das wurde komplett rausgeballert. Und zwar leider sogar 21 Euro, weil ich habe nämlich 3 Packungen Zigaretten von Patrick als sein Taschengeld deklariert. Damit sind wir da natürlich 1 Euro drüber. Alles, was drüber ist, schreibe ich in Rot. Plus 1. Dann geht es weiter mit Haushalt. Da haben wir diesen Zettel hier. Hat sich auch nichts mehr verändert, Gott sei Dank. Da hatten wir 100 Euro im Budget und wir haben 101,54 Euro ausgegeben. Das war, glaube ich, nach der zweiten Woche war das Geld schon weg. Ah ja, genau, da war das der Grund, dass Patrick wie verrückt noch Küchenrolle und Klopapier gekauft hat, obwohl wir davon schon so viel im Haus hatten. Und ich habe das zeitgleich irgendwann auch mal gekauft, weil ich dachte, wir bräuchten und keine Ahnung, auf jeden Fall war das sehr schnell verbraucht, aber es war in Ordnung, weil wir brauchten dann zum Schluss nichts mehr. Das heißt, hier sind wir 1,54 Euro drüber. Ich finde, bislang liest sich das alles total gut. Also ich bin da echt stolz auf mich. Ich muss mich ja auch mal irgendwie loben, weil ich bin immer so hyperstreng, was sowas angeht. Ausgegeben tatsächlich haben wir also 101,54 Euro. Auf diesem Whiteout lässt sich für mich so unangenehm schreiben. Ich bin da kein großartiger Fan davon. Gut, dann, ich lasse euch hier noch ein bisschen warten. Ich glaube, das ist so die spannendste Kategorie für uns alle. Ich zoome aber mal ein klitzekleines bisschen raus. Sonst, so, ich glaube, so ist es fast besser.
Und wir machen weiter mit den ungeplanten Ausgaben. Und die waren natürlich nicht sonderlich schön in dem Monat. Ihr erinnert euch, ich habe es ja besprochen. Wir hatten, nein, nicht wir, warum immer wir? Ne? Ich hatte ein Missgeschick, was das Handy angeht. Ich habe den Kilian losgeschickt mit einem Zeitlimit, mir mein Handy zu holen, weil ich selber einfach zu faul war. Ich bin ganz ehrlich. Er war hypermotiviert, ist losgestimmt, hat es fallen lassen und es ist total kaputt gewesen. Ich hatte daraufhin so einen halben Nervenzusammenbruch. Das war noch mitten in der Quarantänezeit und das Handy war so mein Tor zur Welt, mein einziger Kontakt zu meiner Mama, zu meinen Freunden. Ihr habt die ganze Story wahrscheinlich gehört. Ich glaube, das war der Weekly Check-in 2, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall haben wir dann spontan ein neues Handy plus so viel Schutz, wie man nur kaufen kann, gekauft. Mein altes Handy war auch wirklich schon sehr alt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein super neues Handy hatte. Aber ja, klar, das tut natürlich schon weh. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das jetzt nochmal gemacht hätte. Das war schon eine sehr von Emotionen geleitete Entscheidung. Beziehungsweise habe ich die Entscheidung am Schluss ja gar nicht getroffen, sondern Patrick hat mich wie ein Häufchen Elend vorgefunden, hat mich dann getröstet und hat dann einfach sein Handy genommen und mir ein neues Handy inklusive Schutz und allem drum und dran bestellt. Weil ich zeige euch nämlich jetzt mal das Handy, um das es eigentlich geht. So, und das ist das hier. Das ist, sieht man das hier? Ja, es ist halt komplett gesprungen erstmal und hier ist es halt wirklich komplett zerstört mit mehreren Löchern. Aber das Ding ist das, ich habe aus einem Video von Minimal Mimi, übrigens ein ganz großer Tipp von mir, wenn ihr euch für Minimalismus interessiert, weil die damit zieht es echt so toll durch und ist noch dazu mega sympathisch. Und von der habe ich ein Video gesehen, dass man, wenn dieser Button hier kaputt ist, dieser Home-Button, dann kann man sich easy peasy einen digitalen Home-Button zulegen. Einen digitalen Punkt, der dann alle Funktionen erfüllt, die dieser Home-Button hier eigentlich erfüllt. Und jetzt bin ich natürlich schon irgendwie über mich selber verärgert, dass ich in dieser emotionalen Ausnahmesituation die Lösung im Konsum gesehen habe und nicht nochmal in Ruhe das Ganze recherchiert habe und versucht habe herauszufinden, ob ich dieses Handy noch weiter nutzen kann. Weil so hätte man natürlich den digitalen Home-Button nutzen können und dann, wenn es einem denn wichtig ist, die Scheibe austauschen können für 100 Euro, anstatt 578 Euro auszugeben für ein komplett neues Handy. Ja, also ihr seht, ich ringe da noch ziemlich mit mir selber, aber das ist passiert. Wir müssen jetzt damit umgehen. Ich muss es in Budget kalkulieren. Das macht alles schwieriger. Das heißt, ich lerne daraus. Und ja, ich wollte es auf jeden Fall nur mit euch teilen, weil ich da echt komplett transparent sein möchte und halt eben auch solche eventuellen Fehlentscheidungen mit euch teilen möchte. So, es kam zumindest nichts mehr dazu. Bin ich schon wirklich froh, dass da nichts mehr passiert ist. Das sind diese Zigaretten, die ich da auf das Taschengeld umgerechnet habe. Das heißt, es blieb bei 752 Euro. Aber ja, das sind halt 752 Euro zu viel. Und das ist jetzt ein dickes, fettes Plus. So. Na gut, man lernt aus seinen Fehlern, würde ich sagen. Dann geht's jetzt zur Essenskategorie. Das ist unser Sorgenkind, unsere Sorgenkategorie. Und das mache ich mit euch mal relativ schnell und chronologisch, weil ihr habt wahrscheinlich die Weekly Check-ins ja auch gesehen. In der ersten Woche ging es los. Unser Budget war 800 Euro und wir haben es mal so richtig schön verkackt. Wir haben 261 Euro ausgegeben in dieser ersten Woche. Das ist schon ein echt toller Start, aber da war auch wirklich sehr viel Blödsinn dabei. Da war Döner dabei, da war Chinesisch dabei, also auswärts bestellt. Und dann, ich habe mit den Kindern eine riesengroße Margarita vertilgt. Ich meine, die war mega lecker, aber ja, da hätte man sich sehr, sehr viel sparen können. War kein guter Start. In der Woche 2 sah es dann schon besser aus. Da haben wir 171 Euro ausgegeben. Diese Specials, also Essen von außerhalb aus dem Restaurant oder so, waren hier nicht so da vertreten. Ich habe hier nur einmal einen Bäcker und eine Fischsemmel, also alles in Ordnung. Trotzdem haben wir aber weiterhin sehr viel gegessen. Unglaublich viel davon ist Süßkram, ihr wollt gar nicht wissen. Also
wie war dieser Spruch, den ich neulich gelesen habe? Wie lange warst du in Quarantäne? Ich 5 Kilo. Ich glaube, das kommt bei mir auch hin. 4 oder 5 Kilo war ich in Quarantäne. Lebensmittel 3 war wieder so richtig ätzend mit 262 Euro. Da ist auch noch mal einmal Chinesisch drin von Patrick. Bei mir Ben & Jerry's. Hey, aber das ist jeden Euro wert, oder? Oh, Getränkemarkt war da wieder dran. Da bin ich gespannt auf nächstes Budget, weil wir ja dann unseren Sprudler haben. Da freue ich mich schon drauf. Jedenfalls war dann das Budget für die letzte Woche sehr knapp bemessen. Und zwar bei 105 Euro, was, wenn ihr euch jetzt unsere Ausgaben der vorherigen Wochen anschaut, fast nicht machbar ist. Ne? Also 171, 262. Lass uns doch mal spaßeshalber da den Schnitt ausrechnen. Das mache ich mal schnell hier off Kamera. 262 plus 171 plus 261 geteilt durch 3 ist gleich 231 Euro haben wir im Schnitt rausgehauen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wir dann letzten Endes in der 4. Woche es geschafft haben. Ich bin gemein. Ja, juhu, wir hatten 105 Euro im Budget und wir haben es geschafft. Wir sind minimal drüber, glaube ich. Ich habe es noch gar nicht ausgerechnet. Dafür zoome ich euch jetzt auch noch mal raus, weil das muss ich euch ja wirklich so richtig schön zeigen. Oh, jetzt wackelt's. Hört gleich wieder auf. Ich bin so stolz. Ich bin echt so stolz. Wir haben nur einmal einen Döner von auswärts und einmal einen Salat für Patrick. Ansonsten waren es nur normale, jetzt hör halt auf zu wackeln, normale Lebensmitteleinkäufe. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel wir da hatten. Und das muss ich jetzt langsam machen, weil das muss ich mit euch zelebrieren. Also 16 Euro für Edeka, 9,40 Euro für den Döner, dann 37,69 Euro für den Kaufland-Einkauf. Das muss der gewesen sein, wo ich euch mitgenommen habe. Das war der Tag des Meal Plans, soweit ich mich erinnere. Dann haben wir 10,05 Euro für einen Salat, 14,39 Euro für Netto, 9,50 Euro für Lidl und dann nochmal 10,06 Euro für Edeka. Sind wir bei 107,09 Euro. Schneide ich auch mal hier runter. Und wie gesagt, ich freue mich darüber riesig, weil ich wirklich schon die Angst hatte, dass wir da massiv drüber gehen. Und ja, also das motiviert mich ehrlich total, dass das so gut geklappt hat. Das heißt, wir haben ausgegeben 807, oder? Hä? Warte, nein, jetzt komme ich komplett durcheinander. Wir hatten ein Restbudget von 105 Euro. Genau. 107 haben wir ausgegeben. Das heißt, wir haben 2,09 Euro über diese kompletten 800 ausgegeben. So, nicht, dass ich mich da schlechter dastehen lasse, als ich bin. 802,09 Euro. Das heißt, drüber waren wir 2,09 Euro. Genau. So, zoome ich euch wieder rein. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir tatsächlich ausgegeben haben. Oh, das macht jetzt keinen Sinn mit dem Zoomen. So, ihr wollt ja auch den Rechner sehen. Und ob das dann hier mit den Zahlen alles hinhaut, ob alles richtig gerechnet wurde. Also wir haben 802,09 Euro. Ab jetzt mache ich euch mal schnell, sonst dauert das noch ewig. So, wir haben Komplettausgaben von 1814,11 Euro. Klar, das klingt jetzt natürlich gar nicht gut, aber wir haben ja schon ausgiebig drüber gesprochen wegen dem Handy. Und wenn ich jetzt praktisch das nehme und das hier abziehe, die 1060, kommen raus 754,11 Euro, die wir praktisch drauf gezahlt haben. Plus 754,11. Oh je, jetzt geht mir echt der Platz aus. Und das müsste wiederum rauskommen, wenn wir das hier alles miteinander verrechnen.
Und das mache ich jetzt auch mal schnell, während ihr ein bisschen Musik hören dürft. Ja, 754,11, das heißt, das haut hin. Das haben wir geschafft. Jetzt wiederum muss ich gucken, wie viel wir an Minus, und ja, es ist ja leider Minus, rübernehmen in den nächsten Budgetmonat. Also wie viel unser Minuskontostand dann leider ist. Und dafür nehmen wir die tatsächliche Höhe der Einnahmen. Dadurch, dass ich ja ein bisschen was verkauft habe, ist das etwas höher mit 4.609 Euro. Da ziehen wir ab die Schulden, die insgesamt zurückgezahlt wurden. Dann ziehen wir ab die Sinking Funds. Dann ziehen wir ab die Fixkosten. Dann ziehen wir noch ab die tatsächlichen variablen Ausgaben. Kommen wir auf 709,11 Euro, die wir im Minus sind. Und die schreibe ich mir hier oben wieder rein, damit ich die dann dementsprechend übertragen kann auf das nächste Budget, das ich dann morgen mache übrigens, falls ihr da wieder dabei sein möchtet. Also minus 709,11. Ja, das ist der Abschluss von meinem Budget. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich vor, noch einen Blick auf die Sinking Funds zu werfen, aber das wird jetzt einfach zu lang. Das heißt, ich werde das Sinking Funds, also das Closing von den Sinking Funds plus die neuen Sinking Funds gemeinsam in ein Video packen und das entweder morgen mit dem neuen Budget oder übermorgen machen. Also jetzt kommt einfach die Zeit, wo ich ja täglich Videos raushaue. Das ist immer so am Ende von einem Budgetmonat und am Anfang von einem neuen. Aber das war jetzt schon mal der wichtigste Part. Ich muss sagen, wenn man jetzt von diesen 709 Euro das Handy abziehen würde, also 578 Euro, ich mache das jetzt mal schnell, ich muss das Plus rechnen, weil es im Minusbetrag ist, plus 578, das heißt, wir wären ohne diesen Handyvorfall 131 Euro drüber gewesen. Und ich finde ja, unser Budget ist ja ein knackiges Budget, das ist ein Sparbudget. Ne? Da ist kein einziger Kaffee auswärts dabei und diese Späße und keine Klamotten oder so. Gut, das sind die Sinking Funds, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ist ein sparsames Budget für unseren Haushalt zumindest, das regelt ja jeder selber so für sich. Aber das, finde ich, ist eine gute Hausnummer. Also das ist das, wo ich hin möchte. Dass dann solche Sachen hier passieren und dass das dann richtig, richtig ätzend und frustrierend ist. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und das Wichtige ist halt dann nicht aufzugeben. Ne? Also sich nicht zu sagen, jetzt ist das hier passiert und das Budget kann ich mal und ich lasse es jetzt und ab jetzt mache ich hier wieder Kopf in den Sand und dann schauen wir mal, wie es läuft. Dass das nicht passiert, ist, denke ich, die Hauptsache. Somit bin ich wirklich stolz auf mich und freue mich auch sehr da, dass ihr mit dabei wart auf dieser Reise und hoffe, ihr bleibt auch weiterhin an meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Restwochenende und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn ich mein neues Budget aufsetze. Ciao!